Willkommen. In dieser Mindmap geht es um den Büroprozess. Genau gesagt, welche Tätigkeiten umfasst ein Büroprozess? Aber ehe wir diese Frage beantworten, lassen Sie uns kurz klären, was ist ein Büroprozess? Also nennen wir es Zuordnung. Ein Büroprozess ist ein unterstützender Prozess. Ja, Sie wissen, man unterscheidet, es gibt viele Möglichkeiten der Unterscheidung, aber die wichtigste Unterscheidung im Rahmen der Prozesse ist wahrscheinlich die in Kernprozesse und unterstützende Prozesse. Und der Büroprozess ist ein unterstützender Prozess. So, jetzt können wir uns der eigentlichen Frage widmen, nämlich, was sind die Tätigkeiten? Auch hier empfiehlt sich eine grobe Strukturierung. Man unterscheidet dispositive Tätigkeiten und ausführende Tätigkeiten. Man kann auch sagen planende, statt dispositiv kann man auch planend sagen, also planende Tätigkeiten und ausführende Tätigkeiten, also erst denken, dann handeln. So, und jetzt brauchen wir nur noch ein paar Beispiele und dann haben wir das hier eigentlich schon erledigt. Also, was sind dispositive Tätigkeiten? Da können wir sagen, das sind Koordinationsaufgaben, Organisationsaufgaben. Wem das jetzt wieder zu abstrakt ist, da könnte man sagen, wer macht was bis wann? Das sind koordinierende und organisierende Aufgaben und natürlich die Planung bürowirtschaftlicher Abläufe. Was ist das jetzt wieder? Was sind bürowirtschaftliche Abläufe? Nun, zum Beispiel die Frage, wann wird neues Büromaterial bestellt und wie wird es bestellt? Wie ist der Ablauf der Materialplanung im Büro, also für Textmarker und Bleistifte und Tonerkartuschen und so weiter und so weiter? Ja, dann gehört zum Büroprozess gegebenenfalls noch, gehören noch Überwachungsaufgaben. Ja, planen, dispositiv kann man erweitern in dem Bereich Überwachung, Planung und Überwachung. Ja? Also Überwachungsaufgaben gehören im weitesten Sinne auch dazu. So, das ist das Planen, das Denken. Und jetzt kommt das Handeln, ausführende Tätigkeiten. Ich habe es gerade schon erwähnt, man plant den Ablauf der Beschaffung und dann macht man es. Also Beschaffungsprozess oder Prozesse. Dann ganz wichtig, Prozesse im Personalwesen. Ja, da redet man zum Beispiel neudeutsch von sogenannten Onboarding-Prozessen. Das heißt, man durchdenkt, das wäre wieder dispositiv, man durchdenkt, wie man einen neuen Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin aufnimmt. Das meint Onboarding, also wörtlich an Bord nehmen. Ja, was zeigt man ihm, was erklärt man ihm, wann zeigt man ihm was, wer erklärt ihm was, was muss vielleicht noch wiederholt werden und so weiter und so weiter. Ne, dass der Mitarbeiter nach einer bestimmten Zeit, nachdem er diesen Prozess durchlaufen hat, ein vollwertiger Mitarbeiter ist. Das wird hier geplant, das ist Organisation, das ist Koordination, das ist Planung eines betriebswirtschaftlichen Ablaufs, in dem Fall das Onboarding. Und hier wird es gemacht. Das ist also eines der Prozesse im Personalwesen. Es gibt noch viele andere. Nehmen wir das Gegenteil davon, nehmen wir einen Mitarbeiter kündigt. Oder eine Mitarbeiter wird gekündigt. Ja, auch das wieder setzt bestimmte Prozesse in Gang,
dass zum Beispiel Schlüssel abgegeben werden müssen, Zugangsberechtigungen gestrichen werden oder gelöscht werden, wie auch immer. Ja, das Auto, der Dienstwagen zurückgegeben werden muss, der Laptop zurückgegeben werden muss und so etwas. Ja, auch das ist ein Prozess, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Und ganz wichtig ist natürlich das Informationsmanagement. Informationsmanagement kann heute entscheidend sein. Wir leben in einer Informationsgesellschaft. Wissen oder Nichtwissen kann eine Frage sein von Leben und Tod. Und ich übertreibe hier nicht. Und deswegen ist das Managen des Informationsflusses, das Steuern und Leiten des Informationsflusses, wer weiß was, wer informiert wen über was, wer beobachtet welche Entwicklung, das sind alles Dinge im Rahmen des Informationsmanagements, muss auch wieder hier geplant werden, ja. Also hier plant man, das wäre eine Organisationsaufgabe, man plant das Informationsmanagement. Wer achtet auf was, wer verfolgt welche Entwicklung, auf welchen Webseiten oder auf was immer die Informationsquellen sind und wer informiert wen auf welchem Weg. Informationsmanagement. So, das soll genügen. Wir haben dem Prozess zugeordnet als unterstützenden Prozess, als sehr wichtigen unterstützenden Prozess, wie wir hoffentlich gesehen haben hier. Ja, dispositive, also planende Tätigkeiten und ausführende Tätigkeiten beispielhaft beleuchtet, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich denke, wir haben hier wichtige Dinge angesprochen. Alles Gute, Marius Ebert. Für Prüfungstipps und Lernhilfen klicken Sie auf den Link unter diesem Video.